Und damit heiße ich euch herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal, der NRWBoy18 hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr den Weg hierhin gefunden habt. Wir starten heute ein neues Let's Play und eine neue Spielereihe Discworld. Viel von euch gewünscht, nun ist es soweit und auch ebenfalls an dieser Stelle nochmal allen ein frohes neues Jahr 2024. Ich glaube, an Neujahr habe ich noch nie ein Let's Play gestartet, nun ist es soweit. Und ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen, schönen und vor allen Dingen ruhigen und geselligen Übergang mit euren Liebsten und, was ist denn das? Oh, da habe ich also den Rausch ausgeschlafen. Okay, ich möchte mich nicht spoilern lassen. Deswegen gehen wir mal aufs Menü. So, also, Discworld. Viel von euch gewünscht, nun ist es soweit. Ich habe von der Spielereihe ja einige Male schon mal was davon gehört, mich aber wirklich nie so wirklich damit befasst. Nun ist es soweit. Wir haben das Jahr 1995, da ist dieses wunderschöne Spiel rausgekommen. Wir sind ein Magier, wir haben es hier unheimlich viel mit Drachen zu tun. Wir leben in einer Scheibenwelt und alles, verspricht sehr interessant zu werden. Ich werde euch jetzt erstmal ins Intro entlassen. Danach geht's dann mit dem Let's Play los. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Für mich ein Blind Run. Auch der zweite Teil wird natürlich logischerweise ein Blind Run werden. Ich hoffe, euch gefällt's und wie versprochen wird vielleicht heute oder dann erst morgen dann auch noch ein zweiter toller Titel starten. Ich hoffe, euch gefällt's und ich würde sagen, wir schnacken nicht länger und starten ein neues Spiel. Viel Spaß jetzt bei dem Intro und bis gleich. In einer Dimension aus zweiter Hand. In einer Ebene, die niemals hätte fliegen dürfen. Irgendwo in den Tiefen von Ankh-Morpork wird ein finsterer Plan geschmiedet. Drachen! 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 Drachen, 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 Drachen. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei meinem gewohnten Spezial. Hey, pass doch auf, wo du hinläufst. Bis bald. Verschwinde, lass mich alleine. Verflucht nochmal. Wenn du dich nicht verkrübelst, werde ich... Oh, jetzt verschwinde von der Bildfläche. Schon besser. An solchen Nächten würde ich große Opfer bringen, für was Vernünftiges zu essen.
Hände hoch! Wer ist da? Die Hände. Würde es dir etwas ausmachen, die Hände hochzuheben? Warum? Was passiert dann? So läuft das Spiel. Ich sage Hände hoch und du nimmst deine Hände hoch. Was sagst du? Es ist eine Tradition, ein etabliertes Ritual zwischen Räuber und Opfer. Du bist das Opfer und ich bin wie gesagt der Räuber. Also bitte, nimm jetzt deine Hände hoch. Warte mal ein Dingsbums. Ich habe nicht die ganze Nacht Zeit, weißt du? Jetzt mach's schon, na los! Okay, okay. Wo soll diese Stadt noch enden? Ein Mann kann noch nicht einmal in Ruhe etwas trinken. Na also, war das jetzt so schwer? Wenn du mir jetzt nur noch... Oh, verflucht. Unsichtbare Universität. Heim für die besten Zauberer auf der Scheibenwelt und ein oder zwei der schlechtesten. Also jetzt hör mir mal genau zu. Diese ganzen Gerüchte über Drachen. Aber mein Herr, Drachen existieren nur, wenn man an sie glaubt. Richtig, richtig. Wie auch immer. Trotz aller Gerüchte über den Drachen in dieser Stadt haben die Zauberer der unsichtbaren Universität die Pflicht, ihre öffentlichen Aufgaben auszutragen. Wir müssen diesen Drachen finden und ihn vernichten. Ja, aber wie? Wer? Überlass das Wie nur mir. Was das Wer angeht, nun, ich glaube, ich kenne genau die richtige Person. Warum sagst du nicht Rincewind Bescheid? Rincewind, wach auf, Rincewind! Der Erzkanzler will dich sprechen! Rincewind, das sind also wir! Und wer denkt bei diesem Anblick nicht zwangsläufig an Simon the Sorcerer? Ja. Also man hat mir gesagt, dieses Spiel strotzt nur so von Humor und Andeutungen und. Ich freue mich so megamäßig drauf und hier im Intro haben wir ja schon eine kleine Kostprobe, glaube ich, davon bekommen. Und die Aktion hier gerade nach dem Aufstehen, was er gemacht hat, das... So, also wir sind Rincewind und ja, wir schauen uns jetzt erstmal um. Wie gesagt, Blind Run, ich hatte mir zwar so ein bisschen schon die Soundanstellungen und die Steuerung und so weiter alles eingestellt, aber wie gesagt, viel und weit bin ich nicht gekommen und habe ich auch nicht gemacht. Deswegen schauen wir uns jetzt hier mal um. Kleiderschrank. Okay, das war jetzt ein Doppelklick. Okay, was ist das? Ein Beutel, okay. Hä? Achso. Das ist mein Geldbeutel, wenn er doch nur voll wäre. Ja, die Stimme von Tom Hanks gefällt mir auch schon mal sehr gut. Wie nehme ich den jetzt? Mit Doppelklick, okay. Und dann? Hä? Wie kriege ich den jetzt weg? Ah, zeitverzögert. Ich wollte schon sagen. Aber sehr zeitverzögert. Eieieiei. Nun gut, also Inventar schon mal gefunden.
Ja, es ist eindeutig ein offener Kleiderschrank und ein prächtiges Exemplar obendrein. Danke. ja, Tom Hanks, wenn ich die Stimme höre, muss ich unweigerlich immer an den Film meiner Kindheit denken, Geschenkt ist noch zu teuer. Kann ich nur jedem empfehlen. So, was ist denn mit der Truhe hier oben? Eine schnarchende Truhe, das ist mal was Neues. Na, und was können wir damit machen? Nein, ich kann es nicht bewegen. Ja, aber mal hochklettern. Nein, ich kann es nicht. Okay, schade. Okay, hier das Spinnennetz können wir nicht anklicken. Da oben, ja, die Fliege, die war ja wohl mal mega. Und ob es im Intro wohl um Drachen ging? Drachen. Gottes Willen. Was ist das? Das funktioniert nicht. Nein, du sollst angucken. Unsichtbare Universität. Taumaturgie. Durchgefallen. Nun, im Leben kommt es nicht nur auf kleine Schmuckstücke und Papierkram an. Ich habe einen großen spitzen Hut. Das ist wenigstens etwas. Ja, immerhin. Was haben wir hier? Dieses Bett sollte ich genauer untersuchen. 8 oder 9 Stunden müssten eigentlich genügen. Eigentlich. Geht mir auch immer so. Haha. So, was ist das da? Etwas. Wow. Ja. Ein mysteriöses, vielleicht auch unheilvolles Etwas. Ein Etwas, das voller Etwas steckt. Vermutlich handelt es sich um ein dramaturgisches Element. Sonst hätte es eine bessere Bezeichnung bekommen. Oh, ich liebe diesen Humor hier schon jetzt. Das ist ja herrlich. So, also, wir sollen hier zum Chef kommen. Was? Portalis Exitus. In der Umgangssprache Ausgang genannt. Na bitte, ich bin nicht umsonst Zauberer. Oder auch Tür. Okay, also man muss nicht mit linke Maustaste, sondern mit Doppelklick hier die Aktion ausführen. Das ist schon mal eine Umstellung. So, hoppala. Wir sind im Treppenhaus, würde ich sagen. So, wo geht's lang? Ah, in den Speiseraum. Oder? Oder? Warte mal, was ist das? Tja, Kunstkritik gehörte nie zu den Stärken dieser Universität. Okay, wo geht's hier noch weiter hin? Was? Zimmer des Erzkanzlers. Okay, da sollen wir ja sogar hin. Will ich da schon hin? Schrank und Bibliothek und Statue. Na okay, wir besuchen erstmal den Erzkanzler. Ah, wenn das nicht unser junger Bremswind ist? Rincewind, Herr. Rincewind, ja, komm rein. Wir müssen miteinander reden. Das heißt, ich rede und du hörst zu. Wieso ist die Musik hier so laut? Bestimmt sind dir Gerüchte über einen Drachen zu Ohren gekommen, der angeblich unsere Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Ein Drache? Meinst du vielleicht ein Geschöpf, das Feuer spuckt, ganze Städte verbrennt? Sei still! Ja, so ein Geschöpf meine ich. Schuppig, eitel, in glänzende Objekte vernarrt. Wir müssen sicherstellen, dass die unsichtbare Universität auf angemessene Weise bei den Versuchen repräsentiert ist, das Ungeheuer zu erledigen. Wenn irgendein Bauerntölpel den Drachen einfach so erschlägt, dann fragen sich die Leute vielleicht, weshalb sie Zauberer brauchen. Da wir gerade davon sprechen, Herr. Weshalb brauchen die Leute Zauberer? Zauberer mögen gutes Essen, und zwar 4-mal am Tag. Wenn du keinen leeren Magen riskieren willst, solltest du dich besser um den Drachen kümmern. Aber eigentlich gibt es doch gar keine Drachen. Sei still! Drachen existieren, wenn man an sie glaubt. Er glaubt fest genug an sie, um uns reichlich zu belohnen, wenn wir ihm das Ungeheuer vom Hals schaffen. Verstehst du? Nein. Eigentlich nicht. Sei still, ich will keine Entschuldigung hören. Hier gibt's nur immer Ausflüchte. Lauf zur Bibliothek und hol mir eine Ausgabe von Federwinkels Handbuch über Drachenhorte. Darin finden wir bestimmt einen Hinweis darauf, wo wir nach dem Schuppenbiest suchen müssen. Du bist immer noch da? Stehst wie was Unhygienisches herum? Worauf wartest du noch? Was Unhygienisches. Wie Rinzewind hier auch immer guckt. Ja, ich nenne ihn jetzt Rinzewind. Ah, Regale. Goldene Dings da. Offenbar lohnt es sich, der Erzkanzler zu sein. Das funktioniert nicht. Vorhänge. Das funktioniert nicht. Oh, wie hübsch es funkelt. Oha. Funkelt. Da war doch gerade die Anspielung auf die Drachen. Ah. Auf
einem solchen Schreibtisch kann man wichtige Fragen gut hin und her schieben. Das funktioniert nicht. Okay, also die Steuerung ist hier tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mit der normalen linken Maustaste, eine Hand, die mir den Weg weist. Mit der normalen linken Maustaste kommen wir ja nicht wirklich weit. Okay. Schauen wir uns den Speisesaal etwas später an. Die ist da, da unten. Was? Küche? Meine Güte. Ist ja richtig groß. Halt, warte. Richtig groß hier. Oh, dies ist gar keine Statue. Ich glaube, es war mal ein Frosch im Garten. Wollte in einen hübschen Prinzen verwandelt werden. Allerdings, an jenem Tag standen Sockel auf dem Programm. Oh, herrlich. Ab in die Bibliothek. Oha, was ist denn hier los? Da sitzt ein Affe als Bibliothekar. Was ist das? Das ist ein Buch? Nun, ich schlage vor, wir übertreiben es nicht mit der Neugier, oder? Ein Buch an der Leine. Haha. Sexmagie. Das Buch der 32 unaussprechlichen Akte. Mit einem Anhang, in dem einige aussprechbare geschildert werden. Und weiteren 6, die alle Beteiligten am liebsten vergessen. Kein Wunder, dass es auf Eis liegt. Was passiert hier gerade? Das funktioniert nicht. Okay, auch hier kann ich also leider nichts benutzen. Schade, schade, schade. Okay, dann bleibt, glaube ich, nichts anderes übrig, als genau mit dem Bibliothekar zu sprechen. Da rechts daneben ist doch noch was. Ich sehe es doch wackeln. Hallo? Ach so. Hä? Was ist das? Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Toonstruck. Und die Fratze erinnert mich an Kyrandia. An Malcolm. Oh, gruselig. Hallo? Potzblitz? Bist du etwa der Bibliothekar? Oh, ich verstehe. Damit wäre das Ablagesystem erklärt. Nun, ich weiß nicht, ob du die richtige Adresse für mich bist. Es ist schwer zu erklären. Ja. Das ist ja wundervoll. Ich wusste gar nicht, dass ich Affisch sprechen kann. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Okay, ist da jetzt noch was hinterlegt oder wiederholt sich das jetzt? Hallo? Na, es das ist... Ja, es wiederholt sich. Oh, es tut mir leid. Schade, schade. Okay, was haben wir hier? Hallo? Was dagegen, wenn ich ein bisschen in der Bibliothek herumstöbere? Soll tierisch groß sein. Oh, was soll das denn? Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Der arme Rinzewind. Darf ich mir ein Buch ausleihen? Uk, uk. Wie bitte? Uk, uk, ik. Verstehe. Ich brauche etwas, um ein Buch zu nehmen. Uk, uk. Zahnpasta? Finger? Handschuhe? Etwas in der Hand? Uk. Zahnarzt? Mundgeruch? Mundwasser? Ja genau, du möchtest Mundwasser. Tja, damit kann ich leider nicht dienen. Uk. Oh, ein Leserausweis. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Was passiert, wenn ich versuche, mir ohne Ausweis ein Buch zu nehmen? Ja, jetzt hör mal zu, du Affe. Leider habe ich keinen Leserausweis. Uk. Oh, es ist mir einfach so rausgerutscht. Puh, zum Glück habe ich nicht Tier gesagt. Oh. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Hier kommen aber viele Eselkarren vorbei. Herrgott, das erinnert mich jetzt ein bisschen an Monkey Island. Hey, wem gehört das Tier? Och. Hast du die Nummer... Jetzt aber gut, Bitte entschuldige, werter Herr. Könntest du mir ein Buch besorgen, das Federwinkels Handbuch über Drachenhorte heißt? Verstehe. Ja. Ja, ich denke schon. In der Tat. Gibt es hier sonst noch jemanden, mit dem ich sprechen kann? Du weißt schon. Jemand, der kein Tier ist. Also Tier mag er wohl tatsächlich nicht. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Nein. Ich kehre später zurück und hole mir ein Buch. Ja, ich habe aufgegeben. Nein, nicht aufgegeben. Ich meine, Mensch, hier könnte man zum Tier werden. Oh, verdammt! Er hat schon wieder gesagt. Wieso mag er das Wort denn nicht? Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Na gut, ciao, ciao. Oh, der winkt auch. Das scheint mir eine gute Gelegenheit zu sein, dieses törichte Gespräch zu beenden. Okay. Ist sicher sehr nützlich.
ausgestattet mit allen Dingen, die man als Tier so braucht. Oh, jetzt schon wieder gesagt. Hast du die Nummer? Das funktioniert. Was ist das hier rechts? Ach, hier geht's weiter. Aha, das ist ein schwebendes Buch. Was ist das denn? Das illustrierte Buch der Levitation. Ja, genau. Darin geht's um Levitation. Das ist ein komischer Dialekt, den du hast. Meine Güte, da drin leben kleine Broschüren. Okay. Ah, wer ist schäbiger Bursche? Wer ist der schäbige Bursche? Und warum sind hier diese ganzen Stromstöße? Psst, hey, du da. Wer, ich? Hast du jemals dran gedacht, wie schön es wäre, Land auf der Halbinsel Frammenwanger zu besitzen? Ist sie nicht überschwemmt? Genau darin besteht einer ihrer Vorzüge, Freund. Stell's dir vor, ein gemütlicher Ferienort. Das Meer garantiert der dominierende Faktor des Panoramas. Ah ja, okay. Freunde, bevor wir jetzt in eine tiefe Unterhaltung mit diesem komischen Burschen hier gehen, machen wir hier Schluss und sehen uns dann gleich mit der nächsten Folge wieder von diesem wunderschönen neuen Let's Play. Also, bis dann, NRW18. Adieu.